Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayerl. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir mal über das Thema stressfrei Leben sprechen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, die kann ja leicht reden, die ist auf Weltreise, da hat sie ja keinen Stress. Aber das war ja auch nicht immer so. Und selbst auf Weltreise kann man sich auch Stress machen, wenn man möchte. Die Frage ist, kennst du diese Situation, wo du dir selber Druck machst, wo du von außen Druck hast, wo du einfach gestresst bist, wo du genervt bist, wo du ja einfach spürst, da ist noch so viel da, was zu tun wäre, was du machen müsstest. Kennst du diese Situation? Ich vermute, dass es immer wieder mal so Augenblicke auch in deinem Leben gibt, wo du diesen Stress und diesen Druck in dir merkst. Und die Frage ist, geht es denn überhaupt stressfrei zu leben? Und wenn ja, wie? Ich glaube, das Erste ist, was wir unterscheiden müssen, es gibt ja so zwei verschiedene Arten von Stress. So diesen Eustress, nämlich so, ja, ich sage jetzt diesen Stress, bevor du heiratest zum Beispiel. Das ist auch Stress. Aber das ist ein Stress, der dir gut tut, der dich aufputscht, möglicherweise. Also es gibt einen Stress, der wohltuend und unterstützend ist. Und es gibt diesen sogenannten De-Stress, der dich Nerven kostet und Energie kostet und den du möglicherweise nicht unbedingt haben möchtest. Und bei diesem Stress, den du nicht haben möchtest, gibt es nochmal zwei Unterscheidungen. Nämlich den, den du dir selber machst, der sozusagen von innen kommt, und den von außen. Und die meisten Menschen schauen immer auf das Außen ganz arg. Und jetzt ist es aber so, dass wir im Außen nur bedingt etwas ändern können. Ich erkläre dann noch gerne, wie du was ändern kannst. Aber faktisch, du kannst deinen Ehepartner nicht ändern, du kannst deinen Geschäftspartner nicht einfach ändern, du kannst deine Kunden nicht einfach ändern. Das hast du nicht in der Hand und nicht im Griff. Du kannst nicht andere verändern. Was du allerdings sehr wohl tun kannst, du kannst dein Außen verändern. Und dazu ist es aber notwendig, erstmal sich dem Innen zuzuwenden. Das ist es, was viele außer Acht lassen und meinen, im Außen könnten sie etwas bewirken. Das Allerwichtigste ist dein eigener Umgang mit der Situation. Dein eigener Umgang mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit deinem Verhalten, denn das verändert dann automatisch auch einiges im Außen. Fangen wir einfach mal an bei den Emotionen. Emotionen sind es ja, die ja, uns Druck machen oder Stress machen. Aber wo kommen die her? Und die kommen oft daher von unseren Gedanken. Es ist gut hinzuschauen, was denkt es denn gerade so in mir? Sind meine Gedanken in der Richtung, die mich aufbauen, die mich gut tun, die mir gut tun, die mir Energie geben? Oder sind es Gedanken, die mir eben Druck machen, die Stress verursachen, die immer noch mehr wollen, die mich nicht gut genug einschätzen? Also was für Gedanken sind denn da? Denn diese Gedanken, die in dir sind, die führen zu Emotionen. Und von daher ist wichtig, immer wenn du Emotionen hast, mal hinzuschauen, was sind denn für Gedanken vorausgegangen. Denn hier kannst du die Stellschraube drehen. Die Gedanken kannst du verändern. Die kannst du sofort verändern, um in eine andere Emotion zu kommen. Ich mache ja ganz oft die Übung mit meinen Kunden und auch Teampartnern, wo wir sozusagen ganz ankommen, wie so eine kurze Art der Meditation. Das sind an sich nur Worte. Und dennoch bewirken die so unglaublich viel in der Emotion, wo nachher
Frauen sagen, boah, ich bin die einen so energiegeladen, wenn andere kommen, die Tränen, die anderen sind gerührt, berührt. Also unsere Gedanken bewirken Emotionen. Und die Emotionen, die sind es dann wiederum, wie wir uns fühlen. Und von daher können wir tatsächlich stressfreier leben, wenn wir hier Gedankenübungen in unseren Alltag einbauen, die uns zu guten Emotionen verhelfen. Und natürlich, denn bei Emotionen, es genügt nicht, bei Emotionen zu bleiben, sondern das Verhalten ändern. Automatisch, wenn ich in einer guten Emotion bin, in einer positiven Energie bin, dann verändere ich sozusagen auch mein Verhalten. Und wenn ich mein Verhalten verändere, kann ich auch ganz viel im Außen verändern. Übrigens ist es allein schon durch dieses Denken, durch mein Mindset, durch meine Energie, verändere ich im Außen, denn ich sende sozusagen Schwingungen aus nach außen und ziehe automatisch auch Menschen an, die sich von dieser Schwingung angezogen fühlen und bei anderen wird es irgendwann nicht mehr so stimmig. Das ist das eine, dass das so diese Energie, diese Stimmung, dieses Denken dazu beiträgt, Menschen in mein Leben zu ziehen, die ähnlich ticken. Ja? Und auch gegebenenfalls auch einen Partner im Laufe der Zeit, ja, ihn selber inspirieren zu verändern. Nicht ich kann ihn verändern, sondern er verändert sich, weil er in einer anderen Energie schwingt oder er geht raus aus dieser Energie. Das Gleiche gilt für Geschäftspartner, Kooperationspartner. Und für Kunden natürlich sowieso, die Frage ist, wen willst du denn anziehen? Denn das machst du zum Ersten auch mit deiner Energie, mit deinen Emotionen und natürlich auch ganz klar mit deinem Verhalten. Du brauchst ja nicht alle Kunden, das ist ja gar nicht notwendig. Nimm nur die Kunden, die wirklich, wo du sagst, die passen, die sind stimmig, das ist genau das. Denen kannst du Mehrwert bieten, denen kannst du etwas mitgeben und da passt es einfach zwischen euch. Und schon verändert sich auch der Stress im Außen, was die Beziehung zu Menschen betrifft. Vielleicht sagst du, aber ich habe Stress, was mein finanzielles Polster betrifft. Und auch hier ist es wichtig, erst im Innen anzufangen. In deinen Gedanken, in deinen Emotionen, in deine Einstellung, in deinem Mindset. Dann dein Verhalten zu ändern und deine Ergebnisse im Außen werden sich verändern. Es wird auch hier eine Änderung eintreten, sodass du mit Leichtigkeit dein Einkommen erhöhen kannst und einfach leicht und frei leben kannst. Stressfrei leben, das geht nicht jeden Augenblick. Denn es gibt immer Situationen im Außen, die wir nicht beeinflussen können. Und da ist jetzt die Frage des Umgehens. Wie gehe ich mit Dingen um, die ich einfach nicht ändern kann? Wenn neben mir ein Bagger ist, dann kann ich den nicht wegzaubern. Die Frage ist, was mache ich damit? Ja? Wie gehe ich damit um? Das ist die Grundfrage. Wir sind wieder zurück im Innen, bei mir selber, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinem Verhalten. Entweder gehe ich in die Meditation und blende das aus und sage, das ist einfach okay für mich, ich akzeptiere das. Ich nehme meine Achtsamkeit, meine Aufmerksamkeit in mich selber oder ich suche mir einen anderen Platz, einen anderen Ort. Also es ist immer die Frage, wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht ändern kann im Außen. Vieles kann ich tatsächlich auch im Außen verändern, aber manches ist einfach, ja, das ist einfach da. Und es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um, damit ich entspannt und stressfrei leben kann. Ja, das sind so meine Tipps heute für dich, um stressfreier durch den Tag zu gehen, durch den Alltag, durch dein Business zu gehen. Ich hoffe, du kannst was für dich rausnehmen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du anwendest für dich in Stresssituationen, wie du damit umgehst, welche Erfahrungen du machst und was du vielleicht von meiner Empfehlung für dich umgesetzt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen traumhaft schönen Tag. Ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst.
schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayer.